Hallo zusammen. Heute lasse ich mich testen in der Roland-Apotheke in Findorf. Das findet nicht direkt in der Apotheke statt, sondern ist in der Begegnungsstätte der Martin-Luther-Gemeinde. Das ist in der Neukirchstraße 8586. Dort geht es auch nur mit Termin. Das konnte ich online machen auf der Webseite von der Roland-Apotheke. Die haben recht kurzfristig nur Termine, also man kann meist immer nur die nächsten 3, 4 Tage schauen, aber haben dafür auch sonntags geöffnet. Ja, soweit getan. Dann habe ich eine E-Mail bekommen und da konnte ich dann nochmal die Einverständniserklärung ausdrucken und nochmal einen extra Fragebogen, ob man Symptome hat. Und die Sachen nehmen wir jetzt mit und schauen uns das Ganze mal vor Ort an. Ich war pünktlich zu meinem Termin dran, war sogar eine Minute sogar schon fast zu früh. Das ging auch wirklich ratzfatz an der Anmeldung, eben alles vorzeigen. Ich brauchte die Einverständniserklärung gar nicht nochmal vorzeigen, aber gut, weiß man Bescheid, reicht einfach online abzuwickeln. Ja, die haben diesmal einen Nasenabstrich genommen, 5-mal in jedem Nasenloch im Kreis. Ist jetzt schon, die sind nicht so tief reingegangen, aber es hat schon gekitzelt und ganz bisschen lief mir auch die Träne, weil es einfach ein bisschen unangenehm war. Aber die waren echt nicht weit drin. Das waren vielleicht 2,5 Zentimeter höchstens. Also alles super. Jetzt kann ich auch wieder nach Hause gehen und kriege das Ergebnis auch wieder per E-Mail geschickt. Hätte aber auch warten können, hätten sie es vor Ort ausgedruckt. Aber warum die Zeit nicht nutzen und wieder nach Hause fahren? So, mittlerweile zu Hause angekommen und ich habe auch schon eine E-Mail gekriegt. Schauen wir mal. Testergebnis hier klicken. Roland Apotheke Datum, Testergebnis herunterladen. Da haben wir es. Negativ. Super. Hat bestens geklappt. Hat das genau 20 Minuten gedauert und dann hatte ich schon die E-Mail parat. Sehr gut. Also alle, die in der Nähe von Findorf wohnen, können da natürlich super entspannt sich bei der Apotheke einen Termin holen.